Hallo, ich bin Astrid Fiedler und ich stehe hier in Eisenach vorm Schlosshotel. Wir sind hier während unserer Knigge-Tagung, während unseres Knigge-Kongresses unterwegs und ich habe hier drei Trainerinnen dort hinten stehen und eine davon ist Sarah May. Sarah May kommt aus Hannover und die frage ich jetzt gleich mal um ein Statement an. Sarah, komm noch mal kurz für die Kamera. Hallo Astrid. Hallo Sarah. Gib doch mal ein kurzes Statement ab. Was hat dir besonders gut gefallen und womit gehst du nach Hause? Also dieses Wochenende war sehr informativ für mich. Ich konnte sehr, sehr viel lernen auch. Ich habe wieder neue Impulse bekommen und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß mir doch Knigge immer wieder macht und wie viel man auch aus diesem Thema rausholen kann. Mhm. Vielen Dank. Und du hast gestern einen super Vortrag gehalten, wirklich ganz inspirierend und ich habe auch ganz viel gelernt. Vielen Dank, Sarah. Dankeschön, Astrid. Gute Heimreise. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt sehe ich da hinten Gerlind Hartwig, steht schon in den Startlöchern. Gerlind kommt aus Kaiserslautern und wird uns auch ein bisschen was erzählen. Hallo Gerlind, schön, dass du da bist. Du hältst ja gleich deinen Vortrag und vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, was du von gestern so mitgenommen hast und wie es dir hier so geht. Ja, gerne. Also für mich war es jetzt eine wahnsinnige Bereicherung, dieses Wochenende hier in Eisenach mit so vielen kompetenten Knigge-Trainerinnen. Das Thema Wertschätzung, Umgangsformen ist ja sehr ausführlich auch beleuchtet worden und ich nehme ganz viele Impulse mit nach Hause. Freue mich aber auch ganz arg jetzt gleich auf meinen Vortrag, der lautet Umgangsformen im Sport, weil es einfach ganz viele Menschen betrifft und ich glaube auch, dass ihr davon profitieren könnt. Ganz bestimmt. Vielen Dank, gerne. Vielen Dank auch. Gute Vorbereitung und bis gleich. Ja, danke, bis gleich. Tschüss. Und da hinten sehe ich schon Anna Daniela Pickel. Anna Daniela kommt aus Würzburg und wird heute auch noch einen Vortrag halten. Und mal schauen, was sie uns zu erzählen hat. Anna Daniela. Hallo. Ja, hallo Astrid. Schön, dass ich auch mit dir vor der Kamera stehe. Ich freue mich. Erzähl du uns mal ein kurzes Statement. Wie geht's dir? Ja, also ich finde das zum einen erstmal ganz toll, dieser Kongress und dass ich daran teilhaben darf. Nicht nur als Teilnehmerin, sondern auch als Trainerin. Und ich finde das einfach eine Bereicherung, mit solchen kompetenten Trainerinnen auch zusammenzuarbeiten und das natürlich deutschlandweit und auch in der Form einer Vernetzung. Und das ist so gut auch für uns, dass wir auch wissen, Mensch, da haben wir bestimmte Standorte in Deutschland und das begeistert mich einfach. Wunderbar. Vielen Dank, Anna Daniela, und noch toi 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 für deinen Vortrag. Ja, ich freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Tschüss. Tschüss. Drei Trainerinnen haben Sie bis jetzt gesehen. Ich selber, Astrid Fiedler, habe gestern Smalltalk angeboten und habe ja auch schon Vorträge gehört und bin sehr begeistert, was wir hier alle mitnehmen können. Und wir hatten vor allen Dingen auch gestern Abend natürlich viel, viel Spaß miteinander und ich freue mich schon sehr auf den Tag heute und dann natürlich aufs nächste Jahr. Dann geht es nämlich weiter.